Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Michael von jetztselbstsicher.de. Heute mal mit einer etwas ungewöhnlichen Umgebung. Manche haben es auch schon mitbekommen, denn ich bin quasi im Urlaub. Nein, nicht wirklich. Ich bin bei einem Freund zu Besuch in München und deswegen auch von meinem kleinen MacBook und das sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich bin da und ich glaube, das ist das Wichtigste. Der Ton ist vielleicht ein bisschen anders, weil eingebautes Mikro, kein extra Mikro und so weiter. Aber ich hoffe, es geht soweit. Ich schaue auch gerade mal sicherheitshalber nach, ob der Ton, ja, wo bin ich denn da überhaupt? Ich schaue gerade mal, ob das Video überhaupt läuft mit Ton. Ja, es läuft. Okay. Ihr wisst ja, dass ich da ein gebranntes Kind bin und deswegen etwas aufpasse, weil es ja schon zwei, dreimal Übertragungen gab, ohne Ton oder mit ganz schlechtem Ton. So, worum geht's heute? Das kann ich euch wieder einblenden, wenn auch nicht so schön wie sonst. Und zwar habe ich ja die Frage in den Raum gestellt, wo ist es besonders wichtig, sicher zu sein oder wo braucht man denn vor allem Selbstsicherheit? Und das ist ja jedem wahrscheinlich selber erstmal soweit klar, auf den ersten Blick. Aber ich glaube, dass es dann doch das ein oder andere ist, wo man einfach nie drüber nachdenkt, weil wir Meister im Verdrängen sind. Du kennst es vielleicht, dass wir Dinge, die wir schon viele, viele Jahre, womöglich Jahrzehnte kennen oder so leben, dass wir da überhaupt nicht mehr drauf achten, was das eigentlich auslöst. Sondern wir haben Vermeidungsstrategien aufgebaut. Also, was ich damit meine, ist Folgendes. Du hast vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren, hängt natürlich davon ab, wie alt du bist. Ja, also wenn du erst 27 bist, wird es nicht vor 30 Jahren gewesen sein. Aber du hast also vor etlichen Jahren vielleicht irgendwo Situationen gehabt, in denen du dich unsicher gefühlt hast und hast daraufhin einfach was anderes gemacht. Also das, was du eigentlich machen wolltest, nicht gemacht. Was übrigens vollkommen normal ist. Also, ich sage mal, 99, wenn nicht 100% aller Menschen machen das. Das Ärgerliche dabei ist nur, dass wir dann im Laufe der Zeit gar nicht mehr merken, dass wir eben eine Art Vermeidungsstrategie machen. Also sprich, wir machen etwas anderes als das, was wir eigentlich tun wollten, weil uns das, was wir tun wollten, in irgendeiner Form Unbehagen bereitet hat. Und nach vielen, vielen Jahren merken wir gar nicht mehr, dass wir es überhaupt vermeiden, sondern es ist so selbstverständlich geworden, gleich was anderes zu tun, dass wir überhaupt nicht mehr nachdenken und dass wir vielleicht auch gar nicht mehr spüren, dass wir eigentlich da ein Unbehagen haben. Und dieses Unbehagen ist ja nichts anderes als Unsicherheit, Selbstunsicherheit. Und ja, und das betrifft eben tatsächlich weit mehr Situationen als uns vielleicht sofort einfallen, weil wenn ich die Leute frage, wo willst du selbstsicher sein, dann fallen ihnen meistens nur ein, zwei Situationen ein. Aber ich traue mal wetten, die meisten wollen es in viel mehr Situationen, nur ist es ihnen noch gar nicht wirklich bewusst. Und da nenne ich jetzt mal so ein paar Situationen, die ich immer wieder höre. Ich trenne erstmal ins Berufliche und dann ins Private. Also im Beruflichen ist es natürlich häufig so, das Erste, was meistens kommt, wenn das für jemanden relevant ist, das ist Präsentationen, Vorträge. Ja. Lampenfieber. Lampenfieber ist ja eine Form davon. Andere haben mit Präsentationen und Lampenfieber und Reden oder Bühnen nicht so viel zu tun. Bei anderen ist es eher so Kundenkontakt oder wichtige Gespräche mit dem Vorgesetzten, mit dem Chef in irgendeiner Form oder Chefin natürlich. Also zum Beispiel ein Zielgespräch oder ein Beurteilungsgespräch oder vielleicht auch ein Jobinterview, wenn man sich für eine neue Stelle bewirbt etc. Also Situationen, wo man das Gefühl hat, es ist jetzt besonders wichtig. Und in diesen Momenten, da ist es uns auch bewusst. Also bei Präsentationen, bei Jobinterviews, bei Zielgesprächen, Jahresgesprächen, wie auch immer das Ding dann in eurem Laden quasi heißt, ja, weil das wird ja auch nicht einheitlich benannt. Aber das sind ja nur die normalen Geschichten. Ich glaube, dass es vielen gar nicht mehr bewusst ist, wie unsicher sie auf manch andere Menschen im Alltag wirken. Und ja, nicht jeder wirkt da total unsicher. Also ich bin auch weit entfernt davon zu sagen, es gibt so eine Gruppe der Sicheren und eine Gruppe der Unsicheren. So ist es natürlich nicht, sondern jeder ist irgendwo zwischen diesen beiden Polen. Und in vielen Situationen wirken wir als sicher und in anderen immer ein Stück weit unsicher. Und da ist es uns eben oft nicht bewusst, weil das schon so automatisch geworden ist für uns, dass es uns nicht klar ist.
Und woran merken es andere? Ja, an Dingen wie zum Beispiel einer Körperhaltung, an Dingen wie bestimmten kleinen körpersprachlichen Signalen. Also ich sage jetzt mal Dinge wie Blickkontakt. Und es muss nicht derjenige sein, der einem nie in die Augen schauen kann, der immer nur wegschaut. Ja, das kann auch jemand sein, der einfach nur so ganz kurze Ausweicher hat oder ähnliches. Und das merkt er selber gar nicht. Und das weiß ich, weil ich Leute oft genug frage, ob sie das merken. Und sie sagen dann, nee, mache ich nicht. Doch, das machen manche. Als Beispiel, ja, und da gibt es natürlich noch viele andere Geschichten, wie man so kleine Körpersprachsignale haben kann. Aber auch beispielsweise, wie geht jemand in einen Raum rein, in dem andere Menschen sind? Wo setzt sich jemand hin in einem, an einem Besprechungstisch oder bei einem Vortrag, bei einer Präsentation, wenn da Stuhlreihen da sind? Auch das drückt eine ganze Menge über dich aus. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, nee, ich setze mich da hin, weil ich will niemand anderen einen schönen Platz wegnehmen oder was auch immer. Das ist vollkommen egal, warum, was du dir da für eine Begründung dafür zurechtgelegt hast oder vielleicht auch deine Eltern. Ich habe gerade einen Nachteil entdeckt, wenn ich mit dem MacBook das mache, weil eCam, das ist ja ein relativ junges Programm, es gibt es ja erst seit ganz kurzem, weil das ist das Programm, mit dem ich hier übertrage, es nicht schafft, den Bildschirm Sparmodus auszuschalten, das ist mir gerade hier schwarz geworden. Aber gut, da muss ich nur kurz auf die Maus gehen und schon ist es, also Maus-Trackpad habe ich, aber dann ist es auch wieder da, dann sehe ich das auch wieder, was ich hier sehen muss. Ja, also das heißt, wir haben oft so kleinere Signale. Oder das geht sogar bis hin, ich werde da jetzt nicht allzu sehr ausholen, in wie kleidest du dich? Wie trittst du auf? Wie bewegst du dich? Wie sprichst du? Verwendest du viele abschwächende Formen, wie zum Beispiel, da könnte man oder eigentlich vielleicht natürlich oder so Dinge, ja, so Füllsel wie sehr viele Äs. Jeder sagt mein Ä, auch ich sag Äs. Es geht nur um die Art und Weise, wie, wann und wie laut oder wie häufig. Oder auch so Dinge wie, du kennst es vielleicht, dass manche, die sagen etwas, dann merkst du, denkst du kurz drüber nach und dann sagen sie, genau. Also, die bestätigen ihre eigenen Worte, das ist auch, wenn auch eine sehr schwache Form, aber auch eine Form von Unsicherheit. Also, das gibt im Job natürlich eine ganze Menge Geschichten. Und warum ist es so wichtig? Ganz einfach, das habe ich schon an anderen Stellen ein paar Mal angesprochen. Menschen greifen nur andere an, wenn sie sich selbst stärker fühlen. Wenn also jemand andere das Gefühl hat, und es muss nicht der Tatsache entsprechen, es muss nur ein Gefühl sein, dass du unsicher bist, dann traut er sich eher, dich anzugreifen, dich auszunutzen, dich klein zu machen, dir Aufgaben zu geben, die du eigentlich nicht machen müsstest, etc. pp. Also kann es durchaus eine Rolle spielen. Und er wird dir weniger oft, wenn nicht überhaupt nie, entsprechende Kompetenz und Fähigkeiten zutrauen, um dir zum Beispiel höhere Aufgaben, größere Aufgaben, neue Projekte oder ähnliches zu geben. Also was immer für dich relevant ist. Ich meine, jeder ist im Job in einer anderen Situation. Ich kenne deine Situation nicht. Du wirst selbst wissen, was für dich im Job wichtig ist. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt, ich sage mal, in einem Einzelhandelsgeschäft stehst und dort Kunden berätst oder ob du in einem großen Unternehmen irgendeinen Teamleiterjob, einen Sachbearbeiterjob, einen Projektleiterjob, einen Ingenieursjob hast oder ob du in einem, was weiß ich, Pflegeheim, Altenheim oder sonst irgendwas. Also ist ja in jeder Situation logischerweise ganz, ganz anders. Das war jetzt Job und da gibt es natürlich noch viele, viele mehr Beispiele. Das andere ist Privatleben. Und auch da, und ich kann dir einen Tipp mal geben, beobachte mal andere, weil sich selbst zu beobachten ist schwierig. Die eigene Wirkung zu erkennen ist nahezu unmöglich. Da brauchen wir Feedback. Deswegen sind Seminare auch oft so wichtig. Aber beobachte mal andere und achte mal drauf, wie andere auf dich wirken. Wer wirkt auf dich eher selbstsicher und wer eher unsicher? Und sei mal durchaus kritisch, weil wir normalerweise erstmal Leute, die wir mögen, also die uns sympathisch sind, die sind erstmal okay für uns. Da machen wir uns keine Gedanken drüber, ob die selbstsicher oder selbst unsicher sind. Aber achte da mal genau drauf. Und sei erstmal so neutral wie möglich und beobachte mal körpersprachliche Dinge, aber auch Aussagen, Verhalten etc. Denn so ähnlich wird es auch bei dir sein. Wenn ich nehme jetzt mal ganz banale Beispiele, es könnte so ein Beispiel sein, wo innerhalb der Familie über den Urlaub diskutiert wird, innerhalb der Clique über den Treffpunkt, wo man abends hingeht, in welches Restaurant, in welchen Club, in welche Bar oder sonst irgendwas. Da ist es oft so, dass sich manche immer durchsetzen, weil sie entsprechend sicher und bestimmt auftreten, manchmal auch
unsicher sind, aber zumindest Sicherheit vortäuschen. Und andere immer nachgeben und sich immer auch klein machen und immer sagen, ja, ist okay und ich stimme schon zu. Vielleicht ist es ja auch okay für dich so zu sein, ja? Also das ist ja jetzt kein Makel in dem Sinn. Nur wenn du gerne öfters mal auch deine Dinge durchsetzen möchtest oder deine Sachen anbringen willst oder wenn es zum Beispiel um Konflikte geht, nicht immer nur klein beigeben möchtest, sondern vielleicht auch mal deine Interessen wahren. Und ich sage jetzt bewusst nicht durchsetzen oder durchboxen, weil das schon wieder was Kämpferisches hat. Das muss es ja nicht immer sein, ja, aber zumindest wahren. Geht aber noch weiter. Zum Beispiel, wenn du Mutter oder Vater bist. Denn Kinder lernen sehr, sehr viel von ihren Eltern durch Nachmachen. Und wenn Eltern, und leider ist das oft, ich meine, ich beobachte sehr genau seit fast 20 Jahren die Menschen, wie sicher, wie unsicher, was sie für Körpersprache haben, etc. Und es ist erschreckend, wie viele Eltern den Kindern mangels Wissens oder mangels Selbstreflexion oder mangels was auch immer ein schlechtes Vorbild sind. Schlecht ist natürlich jetzt schon wieder eine Wertung. Ja, ich weiß, aber es ist halt nicht erstaunlich, wenn Kinder hinterher dann auch sehr unsicher sind und wenn Kinder dann unter bestimmten Sachen leiden, weil eben die Eltern ihnen kein selbstsicheres Vorbild vorleben konnten. So, das waren jetzt so ein paar Beispiele aus dem Beruflichen, aus dem Privaten. Ich habe aber die Frage durchaus noch anders gemeint. Denn ich habe es ein bisschen schon anklingen lassen in meinem Nebensatz. Die Frage ist gar nicht so wichtig, wo es besonders wichtig ist aus objektiver Sicht. Vielleicht auch aus meiner Sicht als Coach und Trainer, wo ich sage, das sind so typische Situationen, die beobachte ich bei anderen, die besser laufen könnten, sondern wo ist es denn dir selbst besonders wichtig? Und was bedeutet es für dich, in bestimmten Situationen unsicher zu sein? Und was würde es bedeuten, selbstsicherer zu sein? Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass es nicht nur darum geht, was sagt jetzt irgendjemand oder was bist du gemessen an anderen? Oder ich will ja auch nicht, dass du jetzt merkst, ja, es gibt Leute, die sind sehr selbstsicher und du merkst, dass du bist unsicher und bist deswegen frustriert, um Gottes Willen. Ja? Oder dein Selbstwert leidet drunter. Nein, nein, darum soll es ja nicht gehen. Sondern das Entscheidende ist ja, welche Situationen sind für dich, ganz persönlich für dich, und zwar frei von irgendwelchen gesellschaftlichen, familiären Vorgaben, wo wärst du selbst gerne selbstsicher? Wo wärst du selbst gerne stärker? Wo würdest du selbst dich gerne besser durchsetzen? Deine Meinung mal an den Mann oder an die Frau bringen oder an die Gruppe. Oder vielleicht auch, sollte das bei dir ein Thema sein, dich, deine Leistung, dein Können besser verkaufen. Also ich meine natürlich damit beispielsweise, wenn du Angestellte oder Angestellter bist, dass du deine Leistung in der Firma so gut verkaufst, dass du deine Ziele, deine Karriereziele, wenn du die denn hast, auch erreichen kannst. Oder wenn du selbstständig bist, Freiberufler, Solopreneur, Freelancer, wie immer. Ich glaube, Freiberufler und Freelancer ist so ziemlich das Gleiche, aber ihr wisst, was ich meine. Kann ja auch noch was anderes sein, kann ja auch ein Ständeberuf sein, kann ja auch ein Unternehmer, Unternehmerin sein, etc. Wenn du also selbstständig bist, dann, dass du deine Kunden zum Beispiel, ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Ne? Ich habe ja früher genauso unter diesen ganzen Themen gelitten und habe in der damaligen Zeit, ich rede jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ich weiß es jetzt nicht, es ist um die 20 Jahre her, knapp unter 20 Jahre, genau. So, und damals bin ich noch auf eine ganz andere Art und Weise aufgetreten. Das heißt, was Körpersprache angeht, was Sprache angeht, wahrscheinlich auch was Stimme angeht, definitiv was Kleidung angeht, etc. Und ich habe damals die allerersten Seminare selbst mitgemacht, wo es genau um so Themen ging, wie tritt man besser auf, wie kann man seine Rhetorik verbessern und all diese Geschichten. Und habe dann ganz schnell gemerkt, dass es durchaus sinnvoll ist, da einiges zu tun. Denn es macht das Leben so viel leichter. Es macht das Leben so viel besser. Und es macht das Leben auch so viel glücklicher, also das Gefühl, glücklicher zu leben, kommt dadurch raus.
Und ich habe dann Dinge verändert. Und das Resultat war, dass ich innerhalb kürzester Zeit, und das Erste, was ich übrigens verändert habe, war die Kleidung. Denn das geht relativ flott. Ja. Körpersprache ist Training. Verhalten ist noch viel mehr Training. Aber die Kleidung, da kauft man sich was Neues und hat was anderes an. Und genau das habe ich damals getan. Und die Unterschiede waren gravierend, wie die Leute mich ernster genommen haben, wie die Leute mir größere Aufgaben zugetraut haben. Und ich war damals schon selbstständig, das heißt, ich rede von Kunden. Und ich rede durchaus von Kunden, die in einer bestimmten Liga spielen. Also ich hatte damals, es war gerade die Zeit des neuen Marktes, also es war Ende der 90er Jahre, 98, 99. Und kurz bevor diese Dotcom-Blase geplatzt ist im November oder Dezember 99. Und da war es wirklich so, ich hatte dort mit Startups des neuen Marktes zu tun, Leute, die in den letzten 2, 3, 4 Jahren Millionen verdient haben, die haben mir plötzlich Aufgaben zugetraut und mir Aufträge gegeben, die nicht nur in einer ganz anderen Liga, was so die Qualität der Aufträge anging, sondern wo ich auch plötzlich den doppelten Stundensatz bekommen habe. Also nochmal, egal ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, ob du eben das im Privaten eher brauchst, es macht so viel aus im Leben, dass die Situationen steht so leben zu können, ist wieder mein Bildschirmschoner angegangen, steht so leben zu können, wie du es wirklich willst und nicht wie deine Selbstunsicherheit, deine Hemmungen, deine Blockaden, deine Zweifel, vielleicht auch deine Ängste dich regieren. Und natürlich auch nicht, wie andere dich regieren und beeinflussen. Also das tut man so, das tut man so nicht und so weiter. Also wer schon ein paar Mal was von mir gehört hat, weiß, dass ich so diese anerzogene, übertriebene Bescheidenheit überhaupt nicht mag. Ja, also dieses permanent sich klein machen und quasi immer sich schlechter und darstellen als alle anderen. Ich bin auch kein Freund von Egoismus und von Angeberei, aber da gibt es ja noch eine ganze Menge dazwischen. Aber es ist ein anderes Thema als heute. Also, überleg für dich selber mal, wo ist es dir ganz persönlich wichtig, sicherer zu sein, als du es bisher bist? Denn das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und der Start für vieles andere. Ja, das ist so viel zum heutigen Thema. Ich glaube, ich habe mich heute mal ausnahmsweise relativ kurz gefasst. Ich habe aber noch zwei, drei Hinweise für dich. Zum einen, das kann ich jetzt wieder einblenden, muss ich hier kurz ans Menü gehen. Das hier, wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt jetzt endlich ja den Selbstsicher-Kongress live, also live insofern, dass ihr euch schon anmelden könnt. Hier unten ist der Link. Ich werde es auch gleich nochmal in den Kommentaren verlinken, dass ihr nur draufklicken braucht. Also da könnt ihr euch jetzt tatsächlich schon eintragen. Wer es noch nicht weiß, ich sage es jetzt nur mit zwei, drei Sätzen. 28 Experten zum Thema Selbstsicherheit, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstverwirklichung. Das Selbst, also das höhere Selbst, sprich Spiritualität, Achtsamkeit, Selbstständigkeit und. Das Ganze kostenlos, das Ganze online an deinem Bildschirm, musst also nirgends hinreisen. Und das Ganze geht los vom 8. und endet am 17. September, aber diese Details alle auf dieser Seite, die du hier und siehst, da kannst du dich auch anmelden. Das andere, auch das hat vielleicht die eine oder der andere schon mitbekommen, und zwar mache ich seit gestern, also ganz, ganz frisch, jeden Morgen um 7, 7 Minuten lang auch ein kleines Live. Also dieses Live hier wird es weiterhin geben, das heißt auch Selbstsicher Live. Da habe ich jetzt den Namen endgültig mal festgelegt, weil ich bisher immer so von Live-Call oder Live-Video oder sonst irgendwas gesprochen habe. Das heißt, ab sofort hat auch den Hashtag Selbstsicher Live. Das ist immer Dienstag um 6:45. Und es gibt eben jetzt das Selbstsicher Morning, hat auch den Hashtag Selbstsicher Morning. Das gibt immer Montag bis Freitag, also 5-mal die Woche, ab 7 Uhr ist ja dann online, also auch wenn du erst später dazu kommst, zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit, dann kannst du dir das anschauen, ist immer so circa 7 Minuten lang, ein kleines Quickie, irgendwas zum Thema Selbstsicherheit etc., also alles, was so da dazu gehört. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Dienstagabend. Ich bin ab Mittwoch wieder bei mir selbst zu Hause, das heißt ab Oh ja, da gibt es gleich noch einen Hinweis, warte mal. Also ich bin dann nächste Woche natürlich wieder aus dem gewohnten Umgebung dran und ich sage dir jetzt noch, da muss ich kurz den Kalender wechseln, damit ich dir nichts Verkehrtes sage. Wir haben heute Dienstag. Am Donnerstag, also übermorgen, gibt es um 10 Uhr ein Interview hier auf der Seite
Und zwar führe ich ein Interview mit Anja Jakob von Click and Train. Anja Jakob ist eine Hundetrainerin. Jetzt nicht gleich weghören, nur weil du keinen Hund hast, denn es geht natürlich um das Thema Selbstsicherheit und zwar sowohl dann, wenn du einen Hund hast, weil dein Hund spürt, ja nochmal so ein Beispiel für vorhin aus dem Privatleben gewesen, spürt, wie selbstsicher du bist und ob er dich ernst nimmt oder nicht, genau wie ein Kind. Aber auch dann, wenn du keinen Hund hast, aber dem ein oder anderen mal einem begegnest im Park oder auf der Wiese oder irgendwo auf einem Weg und dieser Hund dir vielleicht sogar Angst einflößt, was ich nicht hoffe, denn Hunde sind üblicherweise nicht Lebewesen, die sich von Menschen ernähren, aber trotzdem ist es natürlich eine Frage, wie du auf den Hund reagierst, denn entsprechend wird der Hund auf dich reagieren. Und auch dazu wird uns Anja einige Tipps geben. Ich habe früher selber Hunde gehabt, ich weiß also auch schon in etwa, worauf es hinausläuft. Deswegen habe ich sie auch eingeladen, weil ich das ein sehr, sehr wichtiges Thema finde, weil ich persönlich zumindest, das ist eine Meinung, weil ich persönlich die Meinung habe, wenn jemand Angst vor dem Hund hat, ist das nicht das Problem des Hundes. Und deswegen muss der Hund auch meiner Meinung nach nicht angeleint werden. Leider gibt es ja in manchen Bundesländern Gesetze dafür, Gott sei Dank nicht in allen. Sondern der Mensch muss überlegen, wie er mit dem Hund umgeht, weil wenn ich Angst habe, dass ich vom Auto überfahren werde, müssen deswegen auch nicht alle Autos in der Garage bleiben. Also das ist so ein bisschen meine Meinung. Deswegen hier so ein bisschen der Tipp, wenn ihr also Probleme mit Hunden habt, denen ihr begegnet, auch da wird euch Anja eine ganze Menge erzählen. Und das ist findet live am Donnerstag um 10 Uhr statt. Wenn ihr da in der Arbeit seid, es bleibt natürlich auch online und ihr könnt es euch abends in aller Ruhe anschauen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch nochmal einen wunderschönen Dienstagabend, eine schöne Restwoche. Ich hoffe, wir sehen uns noch ein paar mehr online hier auf der Seite. Ciao, euer Michael.